Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute machen wir mal den Adopt-Me-Quiz Nummer 2, also das schwerste. Und ich hatte gestern leider keine Videoidee, dann ist mir heute eingefallen, Adopt-Me-Quiz, dann GTA und dann Tick Crew 2, also die zwei GTA und Tick Crew 2 könnten vertauscht werden. Dass das andere früher kommt, aber ich denke eher nicht. Ja gut, ich rede nicht so lange und wir fangen direkt an. Mann, meine Tür geht auch immer auf und zu. Okay, ja, hier sieht man den Hot Spring Hintergrund. Okay. Was ist die beste Pet Rarität? Alter, das ist übelst schwer. Ich glaube, es ist Ultra Rare. Nee, Spaß, es ist Legendary. Also wirklich. Also ein bisschen ist die Frage schon lächerlich. Aber ja. Wie viel braucht man, um Neon zu machen? 4 Stück und Mega Neon braucht man dann 4 Neons. Also das ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Ja, okay. Wie viel kostet das? Riesengeschenk, 499, da bin ich mir 100% sicher, ja. Yep. Okay, oh, mir ist gerade eine Videoidee eingefallen. Welches ist die Big Head Potion? Diese türkise, nicht die blaue. Ihr habt die runde da, nicht, weil die andere... ich weiß gerade den Namen nicht. Welches ist Legendary? Das Bananenauto... Schreibt in die Kommentare, ob ihr es richtig habt. Also stoppt es einfach und dann schreibt es in die Kommentare. True or false? Adopt Me ist der most played game, das meistgespielte Game in Roblox. Das ist sogar richtig manchmal immer. Weil Adopt Me hat den Rekord mit Ocean Egg gemacht. 1,8 Millionen. Welches ist Legendary, also Ginger Cat ist Ultra Rare, also ist die goldene Ratte Legendary. Okay. Was war 2020? Das war das Rib Cage. Das Pumpkin Carriage war 2019. Und wie viel kostet das Royal Egg? Das kostet, glaube ich, 1.450? Ja! Puh, weil ich kaufe mir nie dieses Royal Egg. Wen kann man im Toy Shop finden? Beefing, weil Neofissi ist ja in der Schule. Okay. Was kam nach dem Farm-Egg? Das Aussie-Egg. Das Aussie-Egg ist einfach so cool. Das ist so wie ein Känguru, was sowas bekommt. Oh, welches Jahr ist Adopt Me gekommen? 2017. Weil da kam... Was kam da? Ich habe keine Ahnung, aber... Wie viel hatte der Shadow Dragon gekostet? Das ist nicht schwer. 1000. Weil 500? Okay, da hätte ich mir den schon Neon machen können. Welches Haus kostet mehr? Ja, das Luxus-Apartment mit den ganzen Terrassen. Wie viele Sterne braucht man fürs Goldene? Das sind 660, weil ab 600 müsste man was anderes bekommen. Okay, nächste Frage. Wie viel können auf den Server? Man denkt sich bestimmt 50, aber es sind leider nur 48. Okay, bisher haben wir alles richtig und es ist nicht mehr lange. Ein Cerberus kann man von einem Egg hatchen. Das ist falsch. Weil den kann man noch immer für Robux holen. Aus welchem Egg kann man... Oh mein Gott, da sieht man jetzt das Safari und das Farm-Egg. Oh mein Gott. Also Mercat bekommt man aus dem Safari-Egg, weil das ist ein...
was ist das nochmal? Irgendwas mit mehr. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall Tricks kann man für Schule lernen. Das weiß ich sogar so. Okay. Ultra Rare ist der Pinguin. Der Monkey war 2020 und war Rare. Okay. Nächste Frage. Ja. Ah, nee. Das war's schon. Ah, okay. Okay. Ich bin kein Chick. Auch kein Elefant. Auch kein Meganeon Starfish. Auch kein Evil Unicorn. Ich bin der Frost Dragon. Oh mein Gott. 20 von 20 richtig. Schreibt es mal in die Kommentare, wie viel ihr richtig hattet. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt ein Like da und ein Abo da. Bis dahin. Tschüss.